Hallo und herzlich willkommen, endlich unser Talk zu Forsthaus Rampensau. Ja, ich freue mich drauf. Hallöchen Ramon, Tachchen. Guten Tag. Na? Hat ein bisschen gedauert, lag auch ein bisschen an mir. Ich habe viel zu tun, ich bin teilweise auch ein bisschen unorganisiert, deswegen hat das jetzt alles ein bisschen gedauert, aber jetzt gibt es unser kleines, aber feines Feedback zu Forsthaus Rampensau. Link dazu ist in der Beschreibung. Könnt ihr bei Join gucken, ab 4. Januar auch auf Pro7. Also Leute, das wird was, würde ich sagen. Na, das wird was, du. Ich sag's dir. Ja. Wie finde ich das Format? Großes Fragezeichen. Ich schön, dass du dir die Fragen selber stellst. Ja, ich stelle dir heute die Fragen selber. Sehr gut. Lehn mich zurück. So. Ich finde es cool, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die österreichische Variante nicht gesehen. Habe ich mir nicht angeguckt, deswegen war das für mich ein neuer Eindruck. Ich mag es ganz gern, ich finde es sehr amüsant. Bin jetzt schon so ein bisschen traurig, wenn ich darüber nachdenke, dass es gar nicht so viele Folgen hat. Aber das, was ich jetzt gesehen habe, hat mich ganz gut unterhalten, muss ich sagen. Also mich unterhält es auch nach wie vor sehr gut, muss ich sagen. Mir ist es ein bisschen viel, zwei Folgen die Woche. Das muss ich sagen. Also ich hätte mir da so, da es ja eh nicht so viele Folgen sind, hätte ich mir gewünscht, dass das ja ein bisschen häppchenweiser kommt. Aber gut, jetzt ist es so. Ne? Wie es kommt. Ja, immer. Ja, voll. Ich wollte gerade irgendwas zu diesem Format sagen. Ich überlege gerade, was es war. Ich habe es nämlich gerade eigentlich gesagt total vergessen. Und eigentlich war das total spannend, was ich sagen wollte. Glaube ich jedenfalls. Ich habe es tatsächlich vergessen. Na, fangen wir doch erstmal an hier. Sam ist ja ganz gut drauf, wa? Ja, Sam gibt... Also wir sehen jetzt einen ganz anderen Sam als vorher, muss man sagen. Also weil Sam war ja bei Promi Big Brother eher so ein bisschen ruhig, eher so ein bisschen positiv besetzt. Ich glaube, hier gibt er jetzt ganz bewusst auch so ein bisschen Feuer, weil er vielleicht auch einfach so das Feedback bekommen hatte für sich selber, dass nach dem... Also jedes Format ist ja irgendwie eine Visitenkarte für ein mögliches nächstes Format. So, wenn du jetzt natürlich dann langweilig bist, dann musst du natürlich damit rechnen, dass sich niemand mehr bucht. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum er in dieser Sendung sehr Feuer gibt und sicherlich auch in der einen oder anderen Situation übers Ziel hinausschießt. Völlig, ja. Also muss ich schon sagen, also ist natürlich auch viel wieder künstlich gelegt, ne? Aber gut, wenn er jetzt meint, es ist jetzt so the way of performing, ja, mich unterhält es ja trotzdem. Also. Aber ich will da gleich mal drauf einsteigen und was sagen. Was mich gestört hat, es gab ja diese Erkan und Stefan-Thematik, wo ich auch ein Video drüber gemacht habe. Und was mich immer ehrlich wirklich sehr stört, ist der Fakt, dass Menschen nicht in der Lage sind zu differenzieren, Sachverhalte zu trennen und dass Menschen auch danach entscheiden, ob sie jemanden sympathisch finden oder nicht. Ich kann natürlich total aus der Sicht der Zuschauer verstehen, dass sie wenig Verständnis dafür haben, wenn jemand wie Sam, der sich sehr krass in diesem Format verhält, ja, wenn der plötzlich Toleranz einfordert von Menschen, wo man jetzt sagen würde, er verhält sich selber nicht unbedingt tolerant. Ich finde aber, man kann das differenzieren. Also genauso, wie man Erkan und Stefan für bestimmte Aussagen kritisieren kann, wo man sagt, das ist unnötig, das geht jetzt gar nicht nur bezogen auf Sam, sondern auch vielleicht auf Jolene, sollte man das auch in einer anderen Situation differenzieren können. Also nur weil sich jetzt Sam daneben verhält, ist das ja keine Legitimation für das Fehlverhalten von anderen Personen und irgendwie umgedreht. Das hat mich ein bisschen gestört in dieser ganzen Thematik, dass die Leute da, weiß ich, die Sachen in den Topf werfen, die da nicht zusammengehören. Aber ich finde, ich habe das auch ganz gut eigentlich bei mir zusammengefasst. Ich wollte es einfach nochmal sagen, weil mir das immer sehr oft auffällt bei Diskussionen rund um solche Shows. Das ist richtig. Ich habe mein Video zu Erkan und Stefan runtergenommen, weil es mir einfach zu krass war. Jetzt habe ich schon wieder die nächste Hatewelle, weil ich mit Dani Büchner ein Interview gemacht habe. Die Leute können überhaupt nicht differenzieren, die Leute können überhaupt nicht zuhören, behaupten Dinge, die nicht stimmen. Zum Beispiel in dem Programm, mit dem ich hier die Talks aufzeichne, auch mit dir, kann ich zum Beispiel gar keine Filteroption wählen, geht gar nicht, ja. Da würden wir besser aussehen. noch ja, besser. Aber ja, so. Und bei Erkan und Stefan ist es halt auch so, dass da halt irgendwie eine totgeglaubte Fancrowd wiedererweckt wurde, ja, wiederbelebt wurde mit dem
mit der Rückkehr dieser zwei Comedy-Mumien. Und es war halt einfach nicht lustig, was sie gemacht haben, fertig. Und auch die Reaktion darauf von den beiden auch relativ beschissen gewesen, kann ich jetzt einfach so sagen, sind für mich hier jetzt auch natürlich keine Sympathieträger mehr im weiteren Format. Bin auch ganz froh, dass sie raus sind. Ja, und das war ja auch so generell diese Debatte, wo dann die Leute sagen, so, warum kritisiere ich das? Und als Beispiel jetzt nicht, wenn du mal was Krasses sagst. Der Punkt ist ja der, wir als Freunde führen ganz andere Gespräche, als ich Themen aufarbeite bei YouTube. Und wenn du jetzt in einem Format wärst und würdest irgendwas Krasses sagen, naja, dann würde ich das ja auch öffentlich äußern. So, ne? Also auch da werden Sachen in einen Topf geworfen und umgedreht ja genauso. Also wenn ich was ja, sage, wo du sagst, also das ist ja genauso, wie ich hasse Dani Büchner, also hasse ich jetzt auch die Töchter. Ja. So. Aber ich würde aber gerne was zu Erkan und Stefan in diesem Format sagen. Ich weiß immer nicht, wer welcher ist. Da gibt es einer, der hat immer so, der sieht aus, als ob er einen Sonnenbrand hatte. Das meine ich jetzt gar nicht abwerten, sondern der ist immer so ein bisschen sehr rot. Ich glaube wirklich durch die Sonne, da war es mal im Sommer. Also der aussieht wie Mr. Krabs, ist Stefan, aka Florian. Und der aussieht wie ein alt gewordener Dönerverkäufer, das ist Erkan, aka John. Okay, dann meine ich den Stefan. Bei den anderen fand ich eigentlich relativ human in diesem Format, aber den anderen, ach, ich habe schon wieder vergessen, wer es war. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine, der starke Bräunte. Das heißt, ich weiß es jetzt voll, jetzt werde ich wieder sagen, du kannst nicht mal die Namen, ich komme mal durcheinander. Ich finde, der hat eine Art, die dort gezeigt wurde und wo ich so dachte, auch in Gesprächen mit Cedric, also wo ich mir dann so dachte, naja, man kann ja Kritik anbringen, aber das war alles sehr krass und da dachte ich mir so, ich möchte gar nicht wissen, was es da noch für Situationen gegeben hat, die einfach nicht gezeigt wurden. Also ich finde den richtig überheblich, diesen John, ja, muss ich sagen. Und wenn es mit der Karriere ja so gut laufen würde, ja, dann wären die jetzt auch nicht in diesem Format. Also ja. Ich finde, dass diese Arroganz überhaupt nicht berechtigt ist. Ja, gehe ich mit. Ich weiß ja auch, man muss ja auch ehrlich sagen, ich habe deren Karriere jetzt nicht verfolgt. Ich weiß, ja, welche Karriere denn? Da musst du ja erstmal 20 Jahre zurückgehen. Ja, ich weiß ja eben nicht, was in diesen letzten 20 Jahren passiert ist. Ja, nix. Nix. Sicher. Nicht mal irgendwelche kleinen... Ich glaube, der hat mal eine Leiche gespielt im Tatort und war sonst irgendwo noch mal kurz mit einem Gastauftritt zu sehen. Kein Mensch kennt ihn. Was willst du da... Ja, von welcher Karriere reden wir da? Weißt du, das ist ja jetzt auch wieder das große Rätselraten. Welche Karrieren haben die Stars, die jetzt in den Dschungel gehen? Das wird das nächste sein, über das wir große Rätsel machen. Oder Yvonne Wölke ist das Gleiche. Ja, was war da für eine Karriere? Also, ja. Jetzt habe ich einmal Yvonne Wölke vergessen, jetzt fängst du wieder damit an. Ja, wollen wir mal weitermachen. Auch ein großes Thema in dieser Staffel war... Fake-Beziehung, also ist die Liebe von Jasmin Herren und ihrem Freund echt? Also sie sagen ja, es gab oft den Tenor, dass die Leute ihr das nicht geglaubt haben, das war ja auch schon vor Monaten Thema. Ja. Wenn man mich jetzt fragt, wenn ich mir jetzt eine Klischee-Bilderbuch-Beziehung vorstelle, ja, dann würde ich sagen, ich sehe da jetzt nicht die krasse Liebe, wie ich es mir vorstelle, aber ich habe natürlich auch im Laufe der Jahre gelernt, dass Beziehungen individuell sind und Beziehungen anders sind. Deswegen gehe ich jetzt mal von meiner Perspektive davon aus, dass die Liebe natürlich echt ist. Ja, ich gehe da jetzt auch mal stark davon aus. Ne? Und ich finde es halt, muss ich sagen, es regt mich halt so dermaßen auf, wenn ein Mann eine jüngere Frau hat, kommt dieses Thema mit Fake überhaupt gar nicht auf. Ist es umgekehrt der Fall, dass eine Frau einen jüngeren Partner hat, auch vielleicht einen viel jüngeren Partner hat, dann wird sofort alles in Frage gestellt. Und da sind wir ja schon wieder bei einem furchtbar veralteten Frauenbild. Da frage ich mich, wo ist die Toleranz in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Ja? Also das sind all die Themen, die ich mir da... Ja, die ich mich da dann frage, was ist da eigentlich los, Leute? Ja, ich glaube aber, Michael, also es ist so ein Gedankengang von mir, das ist natürlich auch ein hausgemachtes Problem, weil genauso wie wir Fake-Beziehungen in der Vergangenheit hatten oder Fake-Trennungen oder sonst was, kommt, glaube ich, diese Thematik natürlich gerade dann auf, wenn das aus dem Hut gezaubert wird im Zusammenhang mit einem neuen Format.
wenn die jetzt ihre Liebe natürlich schon vor einem Jahr bekannt gegeben hätten, ne? Nicht, dass sie dazu verpflichtet sind, um Gottes Willen, das kann jeder machen, wie er will. Ich glaube, dann hätten die Leute weniger diesen Verdacht geäußert, aber wenn das immer kommt mit einem neuen Format, das ist ja wie bei Prominent getrennt, wo dann 2 Monate vorher plötzlich eine Trennung ist und dann sind die in dem Format. Ich glaube, daher rührt das ein bisschen, aber generell stimme ich dir bei deinem Punkt auf jeden Fall zu, dass in der Richtung, so wie du es geschildert hast, das Theater immer viel größer ist als umgedreht. Ja, also als ob das, ja, also das finde ich, ich kann da nur den Kopf schütteln drüber, sorry, also wenn ich mir das anhöre, ja, also und klar im Zusammenhang mit einem Format, aber sie hätte ja auch mit einem, sie hätte ja auch jetzt mit Raffi reingehen können. Da hätte ich ja auch eine gute Kombination gefunden. Ja, stimmt. Das Bedingung ist ja nicht, dass man ein Paar sein muss. Ja, ja. Wir sprechen ja jetzt nicht über Sommerhaus, ne? Ja. Also deshalb, mein Lieber, glaube ich, weil, wie gesagt, sie hätte ja auch mit irgendjemand anderen reingehen können. Oder auch sagen können, es ist mein Singer-Songwriter und wir verstehen uns gut und wir rocken, das hätte sie auch sagen können. Also wäre ja hier alles nicht das Problem gewesen. Wem knüpfen wir uns als nächstes vor? Die Plastics. Welche? die ersten Plastics, ja. Beverly und Natascha. Danke. Also ich sage dir ehrlich, ich habe ja auch dieses Statement von Beverly gelesen, die ja irgendwie auch schon so ein bisschen angemerkt hatte, dass sie einfach nur raus wollte. Ich muss hier sagen, ich glaube, das ist für sie auch das Beste gewesen, was ihr passieren konnte. Ich habe ja mit Beverly damals das Interview gemacht zu Ex on the Beach. Ich habe sie ja gesehen auch bei Ex on the Beach. Und wenn ich das jetzt hiermit vergleiche, habe ich das Gefühl, dass sie durch private Umstände in einer mentalen Verfassung war, die ihr, ja, die nicht gut war für dieses Format. Also auch als dann diese Sachen kamen, wir haben uns abgesprochen, wir hatten eine Strategie, dann gleichzeitig wurde die Kritik an der Strategie oder an der Vermutung der Strategie irgendwie in den Raum geworfen und dann kam noch die Thematik mit den Großeltern. Ich muss dir ehrlich sagen, Michael, ich konnte der ganzen Thematik irgendwann gar nicht mehr folgen. Und als ich gesehen habe, wie emotional sie in die ganz vielen Situationen ist, und das war ja eigentlich schon von Folge 1 an so, dachte ich so, war vielleicht ein schlechter Zeitpunkt einfach. So. Ja, das glaube ich irgendwie, oder? Auch. Also ich finde halt natürlich auch diesen Fact, jetzt da einfach die Zische zu machen, ja, und ohne Tschüss zu sagen, das Haus zu verlassen, ist jetzt auch irgendwie, es spricht nicht für sie, ja, auch dann dieses Nachäffen und ständig und immer wieder dieses Thema dann auch mit den Büchners da. Ja, Büchner ist ja aktuell dein Lieblingsthema, möchtest du dazu was sagen? Zu den Geschwistern? Also ich gucke mir lieber einen echten Geschwisterstreit an, als ein Fake-Date von Diogo und China Lisa. Ja, okay, das stimmt, ja. Also, das muss ich einfach sagen. Und dann, ja, wie die miteinander umgehen jetzt. Ey, excuse me. Welche Geschwister haben noch nie gestritten? Die möchte ich jetzt erstmal, die können jetzt mal kommentieren. Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, also das ist jetzt keine Entschuldigung, aber die Jada zum Beispiel, die ist ja 18, ja. Ja, dann sagen sie das aber hier, Porno-Lilly, wie heißt sie, Elsa, ja, ja auch 18 wäre, aber ich glaube, die ist 25, wie alt ist die denn? Ja, die ist auch, also die müsste jetzt 19 sein. Ah, okay. Ja, ja, die ist jetzt 19, aber Fakt ist, ich weiß nicht, mit 18 oder 19 war ich, glaube, ihr wisst auch, wie ihr drauf gewesen seid. Da nimmt man natürlich viele Sachen erstmal persönlich. Man ist bei Konflikten oder bei Streitigkeiten ist die Zündschnur einfach viel kürzer. Man ist viel emotionaler bei allem. Also es gibt natürlich auch Leute, die das im Alter nicht besser im Griff haben. Aber generell würde ich sagen, sind das schon so Verhaltensmuster, die einfach bei jungen Menschen normal sind. Ich finde, das muss man dann auch einfach immer ins Verhältnis setzen. Also wenn ich dann halt lese bei mir bei den Reactions auf Folge 1, 2 in den Kommentaren, also Elsa ist ja viel reifer fürs gleiche Alter als Jada. Ja, genau. Die hockt also, da mit einem durchsichtigen Oberteil, wo man komplett die Brüste sieht, ja. Und
die Zündschnur ist nun auch relativ kurz. Also Moment mal. Aber Michael, also da muss ich die Leute auch mal in ihre Schranken weisen. Also ich finde, man kann doch nicht sagen, die Person ist reifer oder die Person ist reifer, weil dann könnte ich jetzt auch was anderes ins Spiel bringen, würde sagen, Jada ist intelligenter als Elsa, obwohl sie jünger ist. Ja, also Fakt ist, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere Stärken, hat andere Schwächen, hat einen anderen Entwicklungsstand, hat andere Erfahrungen. Also es gibt nicht das Handbuch, wo steht, mit 18 oder 19 musst du das und das geschafft haben und dann hält man das jetzt neben Elsa und Jada und sagt, ah ja, na die ist aber weit, also das existiert nicht. Es gibt Leute mit 30, die verhalten sich wie 18-Jährige und dann gibt es 18-Jährige, die verhalten sich schon erwachsen wie 30-Jährige. Also ich finde, da gibt es ja keinen Maßstab, wonach will man das bemessen? Ich möchte einfach an jedes Format mit Helena Fürst erinnern, die wesentlich älter war. Ja, ich sage nur, auch wenn das ein Kumpagnon von dir ist, ich sage nur Yassin. Also ich meine, Yassin verhält sich wie ein pubertierender 16-Jähriger, ist aber Mitte 30. Also so unterschiedlich sind die Lebensweisen. Ne? Also das ist halt so. Aber Plastics, wir wollen ja nochmal über die anderen Gruppierungen, wir haben jetzt gerade über Elsa gesprochen. Da können wir auch gleich mal die Eskalation sprechen. Ich freue mich, dass Gina Lisa dabei ist. Ich freue mich auch, dass Gina Lisa für sich Konsequenzen daraus gezogen hat und gesagt hat, ich möchte hier keinen Alkohol mehr trinken, weil es in anderen Formaten eskaliert ist. Das finde ich gut. Ich finde es auch krass, wie sie das durchzieht für sich, muss ich dir auch ehrlich sagen. Weil oft gibt es ja Leute, die haben so viele, wie sagt man, was sie sich alles vorgenommen haben und dann passiert gar nichts. Ja? Also, so. Was für Gina Lisa ein Nachteil ist, und das ist mir in dieser Situation, als es mit Elsa und Sam eskaliert ist, bewusst geworden. Und da hole ich jetzt mal ganz kurz aus. Also, ich konnte diesem Streit von Elsa und Sam nicht folgen, weil alles gepiepst war und ich nicht weiß, worum es überhaupt ging und wie dieser Streit entstanden ist. Zumal wir wissen, dass in dieser Situation auch einige Minuten Material fehlt und das hat Sam mitgeteilt. Punkt 1. Halt, einhaken. Ja. Mir ist es bei ein paar Handlungssträngen aufgefallen, dass die nicht richtig erzählt sind. Es ist nicht nur die Situation, es gab noch so zwei andere Situationen, wo ich nochmal tatsächlich zurückspulen musste und gedacht habe, okay, das ist jetzt eine Sekunde und das ist nicht gut erzählt. Also da muss man wirklich, vielleicht hat die Produktionsfirma da noch nicht die ganz große Erfahrung, wie wir das vielleicht von größeren oder anderen oder längeren Produktionen gewohnt sind, dass wir es einfach entsprechend erzählt bekommen. Und das ist verbesserungswürdig. Ja, ja, weil wir denken uns, also wir wissen A nicht, worum es ging, wir wissen B nicht, was gesagt wurde und C muss es aber so schlimm gewesen sein, dass die Produktion ja gesagt hat, wenn ihr euch nicht entschuldigt, dann fliegt ihr raus. Ich muss ja auch offen sagen, auch von Sam und auch von Elsa, ich konnte diese Entschuldigungen natürlich nicht ernst nehmen. Das war für mich ein paar lächerlich, weil die sich natürlich nur entschuldigt haben, damit sie nicht rausfliegen. Okay, aber stellen wir das mal so hin. Was ich dann so ein bisschen krass fand, war, aber vielleicht wusste der Matthias Mangiapane das nicht, als er zu Gina Lisa dann gesagt hat, das bist du doch nicht, bezogen auf ihre Teampartnerin Elsa. Mhm. Ich würde das unterschreiben. Ich sehe das genauso. Der kleine, aber feine Unterschied ist ja, dass Gina Lisa ja vorher, das wurde ja im Storytelling uns als Zuschauer so erzählt, vielleicht weiß es aber der Matthias nicht, die wusste ja nicht, mit wem sie reingeht. Ja, also ich denke schon, dass sie das erzählt haben, dass die sich da erst kennengelernt haben. Es wurde ja auch mehrfach gesagt von anderen Teilnehmern, dass sie sich erst 5 Minuten kennen, ja. Und also ich glaube, dass der Fakt schon klar war. Und Gina Lisa ist da halt natürlich wieder umgeknickt. Da merkst du einfach, dass die Persönlichkeit nach wie vor noch ihre labilen Stellen hat. Ja, Gina Lisa, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich kenne die ja, die ist einfach ein herzensguter Mensch und die glaubt immer an das Gute im Menschen. Ich möchte hier nicht sagen, dass Elsa ein schlechter Mensch ist, weil wir beide haben ja Elsa auch auf der Aftershow-Party von Topmodel getroffen. Die war ja süß, die war ja ganz sauber. Ja, ja. Und kann aber auch anders sein, ne? Das sieht man ja. So, ich glaube aber dadurch, dass Gina Lisa immer an das Gute im Menschen glaubt, positioniert sie sich auch ganz schnell auf der Seite einer Person, die sie ja eigentlich gar nicht kennt und die sie ja dann enttäuschen könnte, wie Gina Lisa ja schon erzählt hat, auf die Situation in der Vergangenheit. Und das ist natürlich schwierig. Und dann gibt es dann so diese Situation, wo sie sich dann ja mit Sam auch so ein bisschen angebietet hat, also Gina, wo sie gesagt hat, ja, aber mich gibt es seit 17 Jahren. Ja, aber
ich sage immer, gerade bei Leuten, die so sensibel sind wie bei Gina Lisa, sage ich immer, Vorsicht. Weil man muss natürlich irgendwann auch mal aus Erfahrungen, wenn sie immer wieder auftreten, und da rede ich gerade auch von mir, du weißt, meine erfahrene Vergangenheit, irgendwann muss man natürlich auch mal Konsequenzen draus ziehen. Was nicht heißt, dass man jetzt nicht mehr an das gute Menschen glauben soll, aber dass man vielleicht auch nicht nach 5 Minuten volles Vertrauen gibt. Ja, genau. Und das ist natürlich schwierig, aber gut, die sind jetzt halt mitgehangen, mitgefangen, so muss man sagen. Ja. Und dann finde ich es natürlich auch auf der anderen Seite gut, dass Gina Lisa da auch sagt, ich stehe aber jetzt auch zu meinem Teampartner, ist mir zugeordnet worden und fertig, wir sind ein Team, basta, Ende. Ja? Genau. Ende muss sie ja auch keine Stellung beziehen für dieses Fehlverhalten dann, weil sie sind nur Teampartner. Also, ne? Naja. Die ist jetzt nicht mitschuldig. Nein, natürlich nicht. Nein. Na? Matthias Mangiapane hast du angesprochen und Mama, was sagst du denn da dazu? Mama kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Ich fand die in diesem letzten Spiel ganz amüsant mit diesem Strom. Aber sonst kriege ich jetzt von der Mama nicht so viel mit, außer dass ich die immer rauchen sehe. ja. Ich verstehe jetzt nicht, warum er nicht mit dem Hubert rein ist. Das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, ja. Aber egal, gut, das ist jetzt deren Sache, ne? Ich meine, da hört man ja auch immer gerüchteweise mal dies, mal das, ne? Und ja. Aber sind die noch zusammen, weiß man das? Also ich glaube es nicht, ne? Also wohnen zwar noch zusammen, aber wohl dann auch im Haus getrennt. Naja, warum nicht, ne? Jeder kann ja sein Lebensmodell so planen, wie er das möchte. Ja, die Mama kann nichts nicht mehr sagen. Also, aber wie gesagt, ja, können wir mal auf die zwei Duracell-Häschen da kommen, auf die Rammelhasen? Auf Diogo und Flocke? Team Djocke. Team Djocke? Oder Team Flogo. Ich hab da gar nicht so viel zu sagen. Stell du mir mal Fragen. Ich wollte mir die Fragen heute zwar selbst stellen, aber hier bin ich überfragt. Wie schätzt du den Intelligenzquotienten von Djocke auf einer Skala von 1 bis 10 ein? Ist das eine Fangfrage? Ja. Du, keine Ahnung, weil wir ja immer dieses Problem haben, dass wir ja nicht wissen, was ist jetzt fake und was ist nicht fake. Ich sage nur Stichwort Erik Sindermann, ja? Also ich glaube, dass auch wenn Flocke und Joko nicht wussten, dass Förster ein Beruf ist, also anhand dieser These würde ich ja natürlich den Intelligenzquotienten jetzt sehr weit unten einstufen, aber ich glaube, dass selbst das, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen eine Fake-Nummer war. Also ja, aber weißt du, Entschuldigung, der hat ein eigenes Geschäft, der hat Angestellte, ja, und kann noch nicht mal die Grundrechenarten. Wie geht das? Ich verstehe das immer nicht. Ich verstehe, also kapiere ich nicht, kann der deinen Kunden überhaupt an der Kasse abkassieren? Vielleicht macht es jemand anderes. Aber du, das ist ja gerade das, vielleicht war das auch wieder fake. Genauso wie er angeblich nicht wusste, dass Förster ein Beruf ist. Was sagt er denn sonst, was Förster ist? Also, ich glaube, der dachte da gar nichts. Ich glaube, der dachte da einfach echt gar nichts. Ich fand auch dieses Gespräch, als ihn der John, aka Erkan, der Gebräunte von beiden, angefragt hat, wie das hier so ablaufen kann, wenn man ein Spiel nicht gewinnt und wie, also das hat Djoko erklärt, also jedes vierjährige Kind hätte es besser erklären können. Können wir uns darauf einigen, dass er einfach bauernschlau ist und dass es nichts Negatives, falls Djoko das jetzt sieht und ich weiß, was bauernschlau bedeutet. Das weiß er nicht. Also auf jeden Fall ist es wirklich, also, also. Dieser Eskalation bei Sam und Nana. War ich aber voll auf Nanas Seite. Also wenn wir das gespielt hätten, ich gesagt hätte, stell dich mal einen Meter nach da oder probier's mal von einer anderen Richtung. Jetzt guck mich nicht so an, das hättest du doch gemacht. Ja, natürlich hätte ich das gemacht. Ich versuche mich immer in die Leute reinzuversetzen. Ich glaube, wenn man in so einer Situation ist, wo man eh schon weiß, dass die Leute eigentlich mögen und man sich irgendwie safen muss, um nicht rauszufliegen, und man dann quasi
in dem Spiel versagt, was ja einfach so war, was kann man ja, das wusste er ja auch, und einem dann jemand sagt, ja, mach doch mal so, mach doch mal so, ich glaube, da kann halt leider nicht jeder damit umgehen. Er ist halt leider nicht gut damit umgegangen, das muss man, also kann man jetzt auch nicht schönreden. Ja, das, aber weißt du, was ich immer das Schlimmere finde? Man hätte ja in der Situation sagen können, okay, ich habe das nicht gemacht, ich konnte nicht auf dich hören, Ende, aber es ging ja danach weiter. Und das ist ja eigentlich das Schlimme. Die Diskussion hörte ja nicht danach auf, weißt du? Er hätte ja sagen können, du, pass auf, Nana, ich hätte deine Tipps nicht annehmen können, weil dann bin ich noch schlechter, Thema aus, Thema aus. Aber dann ging das ja weiter beidseitig. Und ich finde, das war eigentlich noch das viel Schlimmere daran. Ja, ja. Also, ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand es ziemlich uneinsichtig. Weil ich meine, sie hat es ja gar nicht böse gesagt. Das ist ganz normal gesagt. Nee, sie hat es nicht böse gesagt und ich will ihn auch nicht in Schutz nehmen für sein Verhalten. Ich kann mir aber auch vorstellen, also es ist ja ganz offensichtlich, dass er sich, das hat er ja auch gesagt, er hat sich so bloßgestellt gefühlt, ne? Dadurch, dass sie ihm immer gesagt hat, was er falsch macht, was er machen soll. Ich weiß natürlich, dass sie das nur positiv gemeint hat. Das konnte er in dieser Situation, die für ihn ultra peinlich war, aber nicht einordnen und hat dementsprechend falsch drauf reagiert und hat das mit zum Hochschaukeln gebracht. Ja. Das heißt, also Bastia, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Spiel es war in diesen 4 Folgen. Also was ich ja richtig abgefeiert habe, ja, als war das dieses, doch, das war, glaube ich, genau dieses Spiel. Und da haben sich doch dann Jolina und Jada gesaved vor den Fitness, vor Team Fitness. Ja, ja. Und da war ja Cedric also übelst schockiert drüber, ja, wie in Anführungszeichen eine unfitte Person besser sein kann als der gestählte maskuline Mann. Ja, das Problem ist nur, dieses Spiel hat nichts mit einem gestählten Körper zu tun, sondern mit Glück, Talent und einem guten Gefühl, wie ich was zu werfen habe. Ja. Fertig. Aber hast du gemerkt, mit dem die Klappe rund, also dem das Gesicht... Weil da keiner mit gerechnet hat, ja. Da hat keiner mit gerechnet und da hat er gedacht, also da, ich finde, dass man da wirklich, sorry, dass ich das jetzt so sage, ich finde, man hat da gemerkt, die hat gegen mich gewonnen, das kann ich überhaupt nicht glauben. Ja, ich muss dir aber sagen, bei Cedric, ich finde den nicht unsympathisch, aber... Aber sie? Ich finde diese Paarung, ich kann das gar nicht beschreiben, was das mit ihr macht. Also ich finde die beiden auch, ich hab mit ihr kriege ich keine Verbindung her, mit ihm aber irgendwie auch nicht. Er ist mir auch viel zu über ehrgeizig. Ich habe da ganz komische Vibes, die ich aber nicht einordnen kann. Also ich muss dir ganz ehrlicherweise sagen, wenn ich die beiden angucke, dann warte ich jetzt drauf, dass sie den Thermomix rausholt und eine Vorführung macht und er den Staubsauger dazu und eine Vorführung macht. Also das ist so, das ist für mich so Vorstadt oder Kleinstadt, kleinstädtisches Spießerleben, ja, mit 3 Thermomixen daheim und dem Saugroboter, ja. Also das sie ist... sie wirkt immer so unzufrieden auf mich, vom Gesichtsausdruck her. Die triggert mich so hart, Ramon. Echt, die triggert mich total, die Alte. Ich kann es gar nicht anders sagen. Hast du Vorgeschichte mit ihr? Nein, ich sehe die das erste Mal. Aber es gibt ja so Menschen, die siehst du und willst rennen. Und das Gefühl habe ich bei der. Also mit der könnte ich mich nicht 10 Minuten an einen Tisch setzen. Und bei ihm habe ich immer Gay-Vibes. Ich weiß auch nicht, warum. Nein, ein attraktiver Mann ist er auf jeden Fall. Nee, das wäre überhaupt nicht mein Typ. Das ist wieder dein Typ. Das ist mir ganz klar. Man kann ja auch neutral beurteilen, ob jemand ein attraktiver Mann ist oder nicht. Ich finde, dass er ein cutes Gesicht hat. Ja, also mir ist das einfach zu glatt. Das ist mir zu glatt und ich glaube, sie ist mir dann auch zu glatt, zu aufgesetzt. Sie hatte zwar dann mal so eine Szene, wo sie Emotionen gezeigt hat. Ich gedacht habe, oh, okay, wow. Zeigt auch mal doch nochmal eine andere Facette oder es gibt tatsächlich auch eine andere Facette. Ansonsten ist mit die zu selbstbeherrscht und die wirkt unglaublich kontrolliert, du hast recht. Ja, ja, total. Also das ist so, ganz ehrlich, da wollte ich kein Kind sein bei den beiden. Was sagst du? Ja,
Nein, ich also glaub, ich glaube nicht, dass das Kind Spaß hat da. Ja, ich glaube, das sind so richtige Spaß. Also ich glaube nicht, dass die aktiv mal Freude empfinden oder mal irgendwie, weißt du, so, du bist ja auch oder wirkst zumindest in deinen Videos auch sehr selbstbeherrscht und sehr eloquent. Und trotzdem kann man mit dir halt auch mal die Sau rauslassen auf einer Party. Ja, ich weiß, du meinst, ja, ich sag und das, glaube ich, geht da gar nicht. Weißt du? Ja. Das ist so, da hat man nicht mal irgendwann, da fehlt mir einfach so eine natürliche Herzlichkeit, ein Lachen. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich verstehe zu 100%, was du meinst. Ja? Ich glaube, die würden dir noch... Die geht zum Lachen in den Keller. Ja, die wird die Karottensticks noch abwiegen, ne, bevor sie dir da was zu essen gibt, ja. Ist genau eingeteilt. Ja. Weißt du, was meine größte Enttäuschung in der letzten Folge war? Was? Dass Gina Lisa und Elsa nicht die Rechenaufgabe machen durften. Das wollte ich unbedingt sehen. Und dann kam die Sirene oder kam der so, Leute, ich wollte sehen, wie diese Rechenaufgabe machen. Also überhaupt durch diesen Elektrozaun da durchzugehen, diesen Parcours, ich muss sagen, mich amüsieren diese Spiele. Also das Spiel fand ich auch gut, muss ich dir sagen. Also ich finde, es ist wirklich amüsant, auch wie die Mutter von Matthias, wie er die da durchgepeitscht hat, ja. Wie er hängen geblieben ist. Das war natürlich großes Kino. Also, ja, das ist natürlich, meine Mutter hätte mich, glaube ich, echt an den Haaren den Hang runtergezogen, ja. Das war echt mega witzig. Ja. Also, diese Spiele sind sehr einfach, aber effizient irgendwie. Das gefällt mir. Ja, voll, finde ich auch. Ich brauche da jetzt nicht so ein, keine Ahnung, fünf Trassen, die da 20 Meter oder 40 Meter in die Höhe gezogen sind und ein Auto hängt und ralala. So. Ich mag beides. Natürlich mag das auch beides. Aber ich sag mal, man sieht, es geht auch mit einfacheren Spielen, ja, die durchaus amüsant sind, ja. Ja. Also auch diese Eliminationsspiele, ja, finde ich auch richtig gut. Finde ich auch witzig, ja. Ey, warum nicht so was ganz Simples, Einfaches, zack, da auf dem Balkon? Warum nicht? So hat jeder zumindest immer noch das Gefühl, er hat es ein bisschen in der Hand, was ja beim Promi-Büßen uns so ein bisschen gestört hat. Ja, genau. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Muss jetzt sagen, ich habe von meinem Standpunkt gar nicht mehr groß was zu sagen. Hast du dir da was aufgeschrieben? Ich schreibe mir selten was aus, weißt du. Aber ich finde es ehrlich gesagt unterhaltsam. Ich, wie gesagt, hätte auch noch Bock auf mehr Folgen. Auch da sind wir wieder bei der magischen 7 an Folgenanzahl, ja. Und warum ist das so? Wir müssen es mal erfragen. Wie gibt es denn in Österreich? Auch 7 oder 8, ne, oder? Ich glaube, da waren es sogar mehr. Also, ja. Next time, ja, eben. Gut. Das war mal unser Forst aus Rampensau. Ich wurde nämlich schon gefragt, ob der vor Weihnachten noch kommt. Ja. Wir müssen jetzt nur gucken, wie wir den zweiten machen, weil wir haben ja jetzt nicht mehr viele Möglichkeiten, Mike. Jetzt kommen wir nochmal eine Doppelfolge, 4 und 6, dann kommen noch 7 Finale. Die Frage ist, ich glaube, machen wir zwischen 5 und 6 oder wie machen wir das? Oder erst nach der 7? Wir gucken mal, wie die Folgen sind. Also vielleicht gucken wir einfach mal, ich weiß ja gar nicht, weißt du, es ist ja jetzt auch so, dass wir ja beide auch unsere Weihnachtsplanungen haben. Und dann muss ich ja schon wieder packen für unser gemeinsames Silvester, ja. Ja. Wir gucken mal, wir schaffen das. Wir schaffen das immer. Wir schaffen das. Gut, Leute, dann... Wünsche ich mal euch hier, ich weiß nicht, ob es noch vor Weihnachten ein gemeinsames Video gibt, auf jeden Fall hier deinen Fans und deinen Abonnenten auch ein schönes Weihnachtsfest. Und verbringt es friedlich und still. Natürlich auch. Dankeschön. Und genau, wir sehen uns auf jeden Fall hier wieder. Ja, bye. Ciao.